Schumacher. Domcura gehört zu den Favoriten bei den unabhängigen Vermittlern beim Thema Wohngebäudeversicherung. Warum können Sie sich eigentlich so deutlich vom Wettbewerb absetzen? Ich glaube, es gibt drei Gründe, die mir einfallen. Erstens sorgen wir dafür, dass der Vermittler, wenn er unser Produkt vermittelt, kein Haftungsrisiko eingeht. Das ist für Vermittler ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir durch die fortwährende Weiterentwicklung unseres Produktes immer State of the Art sind und den Anspruch an uns selbst haben, immer das beste Wohngebäudeprodukt im Markt zu haben. Wir antizipieren auf diese Art und Weise Entwicklungen des Marktes. Und zum Dritten ist es so, dass wir sehr stark am Kunden orientiert die Produkte entwickeln, auf diese Art und Weise den Nerv der Zeit zu treffen meinen. Sie bieten ja Ein- und Mehrfamilienhausversicherung an. Wo liegt denn der USP gegenüber den Wettbewerbern? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge von USPs. Ja, dann müssen wir mal Aber so. wenn ich drei herausgreifen sollte, dann ist es zum einen der USP, dass wir unbenannte Gefahren versichern. Das heißt, Sie können bei uns einen Versicherungsvertrag abschließen und da eine Deckung bekommen für etwas, wo Sie noch gar nicht wissen, was das Ganze ist. Das ist ein sehr starker Punkt. Der zweite, gerade in der heutigen Zeit, ist das Thema Nachhaltigkeit, dass wir das im Produkt aufgegriffen haben, das erste Wohngebäudeversicherungsprodukt entwickelt haben, das diesen Aspekt betont. Sie können bei uns, wenn Sie dieses Produkt abgeschlossen haben, zum Beispiel beim Ersetzen von Kunststoffboden in Ihrem Haus nach einem Schaden, um ungefähr 50 oder bis zu 50.000 Euro erhöhten Schadenersatz bekommen, wenn Sie nachhaltige Materialien, Holz beispielsweise, verwenden. Und zum Dritten ist es so, dass wir, das haben wir an anderer Stelle auch schon betont, der einzige bundesweit agierende Vermittler oder der einzig bundesweit agierende Versicherer sozusagen sind, der Produkte für CS4-Regionen anbietet, das heißt, der Wohngebäude auch in sehr überschwemmungsgefährdeten Gebieten versichert. Das machen wir zusammen mit einem weltweit sehr großen Partner in diesem Zusammenhang. Seit dem 10. März kommen ja die Vermittler um das Thema in der Beratung nicht mehr um das Thema Nachhaltigkeit herum. Wie bereiten Sie eigentlich Ihre Partner auf das Thema vor? Also der eine Punkt, ich hatte es eben schon erwähnt, ist der, dass wir natürlich ein Produkt am Markt haben, das genau diesen Aspekt in den Mittelpunkt stellt, Nachhaltigkeit, und das eine ganze Reihe von besonderen Merkmalen aufweist, die in diese Richtung zielen. Das ist etwas, was wir unseren Vermittlern auch auf verschiedenste Art und Weisen kommunizieren, über Videowege, über die bekannten gedruckten und im Internet eben auch zu sehenden Wege klar machen. Das heißt, Produktinformationen und Verkaufshilfen bekommen die Vermittler auf diese Art und Weise von uns. Es ist aber auch so, dass wir glauben, dass wir auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen müssen und dass es sich nicht damit bewenden darf, nur ein Produkt zu entwickeln und in seinem Unternehmen alles so zu lassen, wie es vorher gewesen ist. Auch wir tun bei uns im Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel ist es so, dass wir seit ungefähr 1,5 Jahren ein Projekt laufen haben, das zum Ziel hat, uns im nächsten Jahr 2022 CO2-neutral zu stellen. Das machen wir mit unserem Konzern zusammen. Und es gibt eine ganze Reihe von auch im Kleinen auftretenden Maßnahmen, die wir bei uns im Unternehmen durchführen, angefangen davon, dass wir Ladestationen für Elektroautos bereithalten, auch für unsere Besucher, die kostenlos benutzt werden können, dass wir bei Renovierungen auf Energieeffizienz und auf geringen Wasserverbrauch, gerade jetzt bei neuen Sanitäranlagen, achten, dass wir in unserer Kantine nur mit regionalen Lieferanten, die entsprechende Bio Qualifikationen und Siegel haben, zusammenarbeiten. Das heißt, das, was wir im Produkt nach außen tragen, das versuchen wir auch nach innen zu leben. Die Corona-Pandemie war ja ein Katalysator für die digitale Transformation. Das haben wir ja doch in vielen Bereichen erlebt. Ja. Wie digital ist Domcura jetzt oder mittlerweile aufgestellt? Also Digitalisierung und Digitalität, wenn man so will, haben bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das haben wir zu Beginn der Corona-Pandemie sehr gut sehen können. Innerhalb von ungefähr einer Woche haben wir es geschafft,
zwischen 80% und 90% unserer Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Und das Überraschende, ich sage ganz offen, auch für mich Überraschende war, dass es niemand gemerkt hat, dass die Leute von zu Hause gearbeitet haben, sondern dass wir nur sehr, sehr geringe Anlaufschwierigkeiten gehabt haben. Das war ein schöner Beweis dafür, dass wir in den vorangegangenen Monaten, den vorangegangenen Jahren schon sehr stark an dem Thema Digitalisierung intern, Prozessdigitalisierung beispielsweise, gearbeitet haben. Darüber hinaus haben wir aber uns auch sehr stark, gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren, im Bereich der automatisierten Schnittstellen, in der Versicherungswirtschaft sind das die BIPRO-Schnittstellen, die BIPRO-Normen engagiert und haben alle Produkte, die wir verkaufen, alle Produkte, die wir anbieten, wie man so schön sagt, BIPRO-fähig gemacht, bieten also da sowohl zum Risikoträger, als Assekurateur muss man das ja, zum Risikoträger als auch zum Vermittler diese Schnittstellen an und vereinfachen auf allen Seiten damit die Prozesse. Im Bereich der Schadenverarbeitung haben wir mit einem unserer großen Partner sogar es geschafft, einen neuen Marktstandard mit als erster zu setzen, im Austausch der Schadendaten sozusagen. Wir sehen jetzt auch im Sachversicherungssegment Digitalversicherer wirklich noch auf den Markt kommen. Wie wollen Sie sich gegenüber diesen Wettbewerbern positionieren? Also ich glaube, wenn man auf Digitalversicherer, auf die neuen Digitalversicherer schaut, muss man zunächst mal konstatieren, dass die Größe der Portfolios, die diese Versicherer derzeit haben, im Vergleich zu unserem Bestand doch nur noch sehr, sehr klein sind. Vielleicht ein kleiner einstelliger Prozentsatz ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich töricht, darauf zu vertrauen, dass das so bleibt. Ich gucke mit großer Hochachtung auf die neuen Insurtechs, auf die neuen Digitalversicherer. Und die fordern uns an einigen Stellen zumindest heraus und wir müssen darauf reagieren. Das tun wir aber. Ich sage mal, vor ungefähr 2,5 Jahren, auch darüber hatten wir gesprochen, gehörten wir weltweit zu den Ersten, die eine Blockchain-basierte Versicherung herausgebracht haben. Ich glaube, das war ein deutliches Zeichen auch an den Markt, dass wir Digitalisierung verstehen und sehr ernst nehmen. Ein anderer Punkt, wir haben über das Thema Homeoffice, Digitalisierung von Prozessen gerade eben gesprochen, ist etwas, was wir sehr ernst nehmen und wir haben in jüngster Zeit, daran arbeiten wir derzeit gerade, zusammen mit 2 Startups und Microsoft eine Lösung entwickelt, die wir beim Insurtech Hub München auch schon vorgestellt haben, wo unser Schadenbot inzwischen sprechen kann. Das heißt, wenn Sie bei uns anrufen und einen Schaden melden wollen, dann kann es sein, dass Sie einen unserer Mitarbeiter am Telefon haben. Es kann aber auch sein, dass Sie einen Schadenbot haben, der dann im Telefonat Ihren Schaden aufnimmt. Super, herzlichen Dank. Bitteschön.